Herzlich willkommen in Anis Welt. Nordische Runenmagie. Um den Ursprung der Runen gibt es viele Quellen. Und alle behaupten, ihre sei der wahrhaftige Ursprung. Zwischen 800 und 200 vor Christus benutzten Etrusker ähnliche Schriftzeichen wie die Runen. Für diese Theorie spricht, dass Tonkrüge zwischen Nordeuropa und Italien gefunden wurden, die ebenso aussahen wie die Tonkrüge in Schweden. Fakt ist, dass Runen ca. 200 Jahre vor Christus auftauchten und von den altnordischen, germanischen und angelsächsischen Völkern als Schrift benutzt wurden. Allerdings wurden Runen eher für magische Gebräuche verwendet, als um Worte zu transportieren. Ins Deutsche übersetzt bedeutet Rune geheim oder verborgen. Die Rune wurde geraunt, um magische Tätigkeiten zu unterstützen. So wie man "Ich liebe dich" gefühlvoll in das Ohr des erwählten Herzensmenschen raunt. Unter den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Runen gehören die Heilung, zur Beschwörung, zum Schutz, zur Verteidigung, für die Fruchtbarkeit und zum Wahrsagen. Sie sind ein ganzheitliches magisches System, das eng an den Glauben der germanischen Götterwelt angebunden ist. Es empfiehlt sich daher, vorher mit diesen Gottheiten und deren Bedeutung auseinanderzusetzen. Ein Runenmagier, auch Witki genannt, suchte seine Runen mitunter jahrelang zusammen. Er schnitzte sie nicht einfach aus Zweigen, sondern er suchte in der Natur nach den Ästen, die aussahen wie die Runen. Das Runenalphabet wird Futag genannt. Wie bei uns das Alphabet mit ABC abgekürzt wird, werden die 24 Runen als Futag bezeichnet. Futag sind die ersten 5 Buchstaben des Runenalphabetes. In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit dem älteren Futag, was aus 24 Zeichen besteht. In der Neuzeit wurde eine weitere Rune hinzugefügt, die sich Würd nennt. Würd bedeutet so viel wie Schicksal oder Karma und stellt eine unsichtbare Rune dar. Daher sollten Lücken, gerade beim Wahrsagen, einer besonderen Beachtung geschenkt werden. Der Futag, das altnordische Runenalphabet, beginnt mit der Rune Fehu, die Rune des Wohlstandes. Fehu, F-E-H-U, geschrieben, hat den Runenwert 1. Sie sieht aus wie ein Mensch, der dasteht und beide Arme emporhebt, als würde der Mensch den Göttern Gaben darbringen. Diese Darbringung führt dazu, dass Gesundheit, Fruchtbarkeit, Glück und Wohlstand in das Leben tritt. Fehu ist die Glücksrune der Wanengötter, Freya und ihrem Bruder Freyr. Dabei bezieht sie sich nicht nur auf irdischen Wohlstand, sondern auf spirituellen inneren Reichtum. Ihre Einsatzgebiete finden sich im Geldzauber, Inspiration, Feuer, nach Gedanken Taten folgen lassen, Anziehen von Kraft und Energie, den Besitz vermehren und schützen. Beruflich zeigt dir Fehu an, dass du Spaß an deiner Arbeit hast und äußerst leistungsfähig bist. Bewerbungsgespräche
die geplant werden, werden positiv verlaufen. In gesundheitlicher Hinsicht bedeutet diese Rune, dass du auf deine Abwehrkräfte achten solltest. Und auch in der Liebe stehen alle Zeichen auf grün. Ob eine kurze, leidenschaftliche Romanze oder die große innige Liebe. Fihu sagt zu dir, genieße es. Jetzt ist die Zeit dafür. Es gilt jetzt, die Gelegenheit, egal in welcher Kategorie, beim Schopf zu packen. In meinem nächsten Beitrag stelle ich dir die Rune Urus vor und hoffe, du bist wieder mit dabei.